Jans und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot. Weiter geht's mit Level 11. Korridorkrise. Amoklauf innerhalb einer Minute ab, ohne dass es Überlebende gibt. Schließe den Level innerhalb von 5 Sekunden ab. Okay. 5 Sekunden, das wäre jetzt gleich schon. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll in 5 Sekunden. Okay. Okay, der lebt nicht mehr. Gut, ich dachte schon. Jetzt will ich viel mehr von diesen explosiven Leuten hier. Okay, es fliegt bloß nach oben. Okay, komm, kann ich nach hinten. Kurz schauen, ob ich nicht was übersehen habe. Nee, sieht nicht so aus. Also sind wir hier, okay. Shit. Viel zu viele Gegner. Kurz warten. Okay. Keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe. Okay, da ist nirgendwo was. Ich hätte da warten sollen. Waffe leer ist, bringt die mir gar nichts. Nice Shots. Sehr gut. Jetzt soll ich ja immer die Waffe wechseln, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Oh shit, die kommt hier her! Okay.
wait. Gib mir die Waffe. Shit. Kurz hier warten. Okay, es wird langsam schwer. Es wird langsam echt schwer. Nicht getroffen, schade. Ziemlich präzise sein, wie es aussieht. Holy shit, das war wohl die Party, die wir jetzt gesprengt haben. What the actual fuck? Ich glaube, man könnte es beenden, wenn man irgendwie da durchspringen kann. Weil das war der Start da. Naja, nichts anderes geschafft. Aber okay. 63 Gegner diesmal. Shit. Es wird immer schwerer und schwerer. Level 12. Hoch hinauf. 30 Sekunden. Schließe den Level mit folgenden Schuhen ab. Sprenger. Wait. Oh no, wir hätten die ganze Zeit irgendwas freischalten können. Plündere. Gut, das muss man wissen. Heiliges Sandal, du erhältst ein zweites Leben. Das waren die. Alle Köpfe sind riesig. Dritte Gegenschläger füllen Munition wieder auf. Alle Köpfe sind riesig, möchte ich mal schauen. Level 12, let's go. Das sieht jetzt bestimmt sehr interessant aus. Okay. Nee, ich habe eine Menge Brew Force gesoffen und jetzt stehe ich schon seit 2 Stunden hier. Ob das gefährlich ist? Warte, ich helfe dir. Ja, es ist gefährlich. Doof. Okay. Diese Toilette ist das letzte. Immer verstopft. Wow, danke, dafür bin ich jetzt hier hingekommen. Und fast schon geschorten. Letztes Mal, als ich die Treppe genutzt habe, wurde ich ausgeraubt. Letztes Mal, als ich die Treppe genutzt habe, habe ich jemanden ausgeraubt. Ihr steht nebeneinander. Das ist euch schon klar, oder? Was macht ihr Schönes hier? Na,
Nein, bitte nicht! Ich habe noch so viel im Leben vor. So viele unbegangene Verbrechen. Außerdem habe ich gerade einen neuen Fernseher gestohlen. Das war mein Fernseher. Was war's mit euch? Nee, ich bin gerade im Dienst. Wer hier nicht herumlungert, wird verhaftet. Ich versuche zu schlafen. Aber der Bull ist so creepy. Er steht einfach nur da und tut nichts. Fast in die Tonne geworfen. Okay, weiter geht's nach oben. Willkommen im Treppenhaus. Wir sind die Gauner in deiner Nachbarschaft. Und bieten guten Service zum günstigen Preis. Wieso habe ich die Schuhe nicht an? Ich dachte, ich hätte die Schuhe angezogen. Doof. Verschwinde. Ich bin schlecht drauf. Schade. Was? Ich kann gar nicht lesen. Aber ich versuche es trotzdem. Das Schuhsystem in Scheißhausen ist für den Arsch. Und das glaube ich dir. Enjoy high crime. Yo, ich will Karriere im Musikbusiness machen. Ich brauche nur noch einen coolen Namen. Wie wäre es mit DJ Trötan? Na, was sagst du? Warte, riech mein Fuß. Das sage ich dazu. Wieso ist... Ich frag gar nicht. Ich bin so... Verdammt. Müde. Mein Mitbewohner ist die Pest. Ja, der ist es jetzt nicht mehr. Und du auch nicht. Okay, weiter nach oben. No exit, go away. Schade. Geht wohl nicht. Höchstens irgendwie vielleicht mit... Manchmal würde ich gerne springen, aber dann fällt mir ein, dass ich nicht schwimmen kann. Ich kann hier behilflich sein. Ach, schade. Ich wollte ihn eigentlich da unten reinwerfen. Du willst gegen Schleimbürtel kämpfen? Kann ich nach deinem Tod deine Schuhe haben? Ich habe gar keine Schuhe an, das ist ja das Weirde. Exit. No! Jetzt habe ich Schuhe an. Ich habe was verpasst. Was? Das sieht ja unglaublich doof aus. Das sind eigentlich Funko Pops im Grunde genommen. Das sind eigentlich Funko Pops.
Okay. Exit. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen easy. 44 Gegner. Naja, alles andere leider nicht. Aber okay. Das war los mit den Füßen. Aber ich würde sagen, das war's wieder für diese Folge von Angerfoot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.